Was fasziniert uns Menschen eigentlich so an Bienen? Klar, Honig schmeckt gut, Propolis und Wachs riechen gut und sie sind der Inbegriff von Fleiß. Aber vor allem eine Sache fasziniert uns darüber hinaus, nämlich ihre Organisation. In diesem Video möchte ich euch die Organisation des Bienenstaates vorstellen anhand des Lebensmodells von Burkhard Heim. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Burkhard Heim war ein Physiker mit einem einzigartigen Schicksal und einer einzigartigen wissenschaftlichen Kühnheit. Er hat es geschafft, das Organisationsprinzip in der Natur so in eine physikalische Theorie einzubauen, dass daraus eine echte physikalische Realität entsteht in einer sechsdimensionalen Welt. In seinem Modell des Lebensprozesses hängen die einzelnen Organisationsstufen, also Komplexitätsstufen, hierarchisch miteinander zusammen. Jede Organisationsstufe organisiert dabei die in ihr enthaltenen Bestandteile der niedrigeren Organisationsstufen. Die rein körperlichen Strukturstufen stehen mit psychischen Strukturstufen in einem Austausch. Dieser Austausch stellt einen transzendenten, das heißt nicht raumzeitlichen Vorgang dar, der dennoch eine physikalische Realität darstellt. Dieser Austausch wird abgebildet durch sogenannte Aktivitätenströme. Diese können als Ursache vom Bewusstsein angesehen werden in diesem Modell oder zumindest als etwas, das mit Bewusstsein korreliert. Aktivitäten, die kann man nur ganz abstrakt nennen, als Terme von Organisationsniveaus. Die Idee ist etwa so revolutionär, wie Ende des 19. Jahrhunderts es die Idee war, die Zeit zu geometrisieren. Und in Burkhard Heims Theorie ist auch Organisation geometrisiert. Die uns bekannten Organismen können in diese Strukturniveaus eingeordnet werden. Das beginnt vom ganz simplen Niveau der DNA und der Proteine über die Viren, Einzeller, homogen und heterogen Gewebe bis hin zu ganzen Organen und dem abgeschlossenen tierischen Körper. Die kann man nummerieren und in diesem Modell ist die Totalität 15. Ist der tierische Körper auf der Totalität 15 und die Psyche die entsprechende psychische Strukturstufe, die Totalität 24. Ich habe das in einem früheren Video schon ausführlich erklärt und dazu hat der User irgendjemand folgende Frage gestellt. Müsste es dann nicht auch noch eine Totalität 16 und Totalität 17 geben? Superorganismen wie soziale Insekten wären eine T16. Ja, was besser als der Bienenstaat, als diese Frage zu untersuchen. Im Bienenstaat gibt es 3 verschiedene Arten von Bienenwesen. Die zahlenmäßig größte Gruppe stellen die Arbeiterinnen dar. Sie sind nicht fähig, sich fortzupflanzen, also Eier zu legen, verfügen aber über ein ganzes Arsenal von besonderen Drüsen, mit denen sie Futtersaft für den Nachwuchs, Wachs, Propolis und so weiter herstellen können. Nicht zu vergessen die Verarbeitung des Honigs. Sie erledigen sämtliche anfallenden Arbeiten im Stock und außerhalb. Zweitens, die Drohnen, die männlichen Bienen. Ihre einzige substanzielle Aufgabe ist die Begattung der Königin auf ihrem Hochzeitsflug. Es gibt mehrere hundert davon in einem Volk in der Regel. Sie werden im Frühjahr großgezogen und im Spätsommer, wenn die Wintervorbereitungen laufen, von den Arbeiterinnen aus dem Stock geworfen. Und drittens natürlich die Königin. Sie ist die einzige im Stock, die zur Fortpflanzung fähig ist. Es gibt, wie gesagt, nur eine einzige. Sie duldet keine Konkurrenz neben sich. Die Königin verbringt ihre Zeit hauptsächlich mit Eierlegen und wird von den Arbeiterinnen rundum versorgt. Das Besondere am Bienenstaat, etwa im Vergleich zum Wespenstaat, ist, dass der Bienenstaat das ganze Jahr über existiert, also auch als vollständiger Staat überwintert. Bei den Wespen im Vergleich überwintert nur die Königin einzeln und baut im Frühjahr erst die ersten Waben und zieht Arbeiterinnen auf, die dann erst nach und nach die niederen Arbeiten übernehmen. Die Bienenkönigin hingegen verfügt überhaupt nicht über die physiologischen Voraussetzungen, um Brut aufzuziehen und Waben zu bauen zum Beispiel. Sie ist also immer darauf angewiesen, dass Arbeiterinnen vorhanden sind. Es besteht also eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen den 3 Klassen von Bienenwesen, sodass nur die Gesamtheit dieses Staates, das Wesen, die Idee der Bienen ausmachen kann. Der Imker spricht deshalb in diesem Zusammenhang von D
dem Bean, also dem Bienenstaat. Nun deuten wir diese ganze Sache mal aus der Perspektive des Modells von Burkhard Heim. Der Übergang zu einem höheren Organisationsniveau, das Kriterium dafür, wird immer dadurch charakterisiert, dass die Idee, die sich auf dem höheren Organisationsniveau ausdrückt, sich nicht ausdrücken kann, wenn nur die Einzelteile vorhanden wären. Mit einer einzelnen Biene als Ausgangspunkt kann kein Bienenstand existieren. Er kann weder überleben noch daraus entstehen. Das bedeutet tatsächlich, dass die Organisationsstufe des Bienenstaates auf einer Totalität 16 liegen muss. Die einzelnen Bestandteile, also die einzelnen Bienen koordiniert und steuert. Ganz im Gegensatz dazu die Wespen, die leben nur auf einer Pseudototalität 16. Das psychische Dasein des Bienenvolkes muss ebenso eine integrierte Summe darstellen. Und diese muss so eine Art kollektives Bewusstsein repräsentieren. Dieses kollektive Bewusstsein muss, zumindest zu einem gewissen Grade, auch die einzelnen Individuen steuern. Und zwar über das Normale, über das Offensichtliche, über die offensichtlichen Kommunikationsformen von Bienentänzen, Pheromonen und so weiter hinaus. Mit entsprechenden Versuchen müsste man so etwas eigentlich feststellen können. Mir ist aus der Bienenforschung dazu zwar nichts bekannt, allerdings ist laut Rupert Sheldrake bei Termitenstaaten so eine Art von nicht chemisch-physikalischer Kommunikation nachgewiesen worden. Termitenstaaten, Ameisenstaaten genügen den gleichen Kriterien, was das Überleben des Staates anbelangt, wie Bienen. Diese manifeste höhere Organisationsform des Bienenstaates muss es also sein, was uns Menschen da an ihnen unter anderem so fasziniert. Daraus ergeben sich jetzt ein paar weiterführende Fragen. Zunächst mal eine rein technische. In dem früheren Video hatte ich euch die Nummerierung der Organisationsstufen vorgestellt, wie Burkhard Heim sie vorgenommen hat. Nun, wenn man den Bienenstaat in das Modell einbezieht, dann muss diese Nummerierung natürlich geändert werden. Aber diese Nummerierung stellt eine mehr oder weniger willkürliche Einteilung dar, die ist kein wie auch immer geartetes, absolutes Maßsystem. Das wäre ja auch ein Widerspruch zur Idee der Syntrometrie, die Heim hinter diesem Konzept überhaupt entwickelt hat und die eben nicht auf rein messbaren Größen basiert. Also die biologischen Organisationsstufen gingen dann bis zu einer Totalität 16. Nun zur Unterscheidung von Insektenstaaten und menschlichen Staaten. Ich denke, die Frage, ob Menschen nur in Form eines Staates existieren können, kann man verneinen. Es ist zwar immer nötig, dass mindestens ein Paar besteht von männlich und weiblich, allerdings gilt das für sämtlichen sich sexuell fortpflanzenden Organismen. Der Zusammenschluss zu einer größeren Einheit scheint hier aber eher optional zu sein. Allenfalls könnte man noch den Familien- oder Sippenverband ausmachen als größere Einheit, die das langfristige Überleben sichern soll. Allerdings scheint mir dieser Zusammenschluss so durchlässig und optional zu sein, dass sich ein Vergleich mit dem Bienenstaat hier nicht anbietet. Und die letzte Frage, ist es erstrebenswert, dass Menschen Teil eines Staates wären, der ihre Individualität so weit zurückfährt, dass sie nur noch Teile eines Superorganismus wären? Burkhard Heim hätte diese Frage eindeutig verneint. Für ihn war der Ausdruck von Individualität ein Wert und eine Eigenschaft der Idee des menschlichen Daseins an sich. Durch die transzendente Natur und das Selbstreflexionsvermögen des Menschen ist jeder Einzelne von uns, wie Heim sagte, wie sein eigener kleiner Kosmos. Die Gleichschaltung unter einer Ideologie ist immer ein Verstoß gegen dieses Prinzip und schmälert den Wert unserer gesamten Existenz. Natürlich muss immer ein Grundkonsens zum Zusammenleben bestehen, aber dieser kann nur auf gegenseitigem Respekt und Toleranz bestehen. Niemals auf Zwang. Daher genießt das Summen der Bienen und ihren Honig und genießt aber vor allem die Freiheit eures ganz persönlichen, sechsdimensionalen, farbigen Kosmos.